Freunde, jetzt im November, Dezember, eigentlich den ganzen Winter hindurch, weil im Haus können wir diese eine wunderbare Kultur anbauen. Die Kultur der Profis. Die Kultur, die im Winter deine Voranzucht sucht, deine brennende Finger befriedigt, dass du nicht deine Tomatensamen anfasst, sondern das hier. Die Kultur, die sogar so anfängerfreundlich ist, dass dein vierjähriges Kind damit erfolgreich wird. Die Kultur, die dich zu einem Selbstversorger machen lässt, auch ohne Garten. Kresse, bau Kresse an. Die Vitaminbombe. Würzig, keimt recht flott, schnellwüchsig und das ganze Jahr im Haus anbaubar. Und so viel brauchst du für diese Kultur eigentlich nicht wirklich. Einzige ein bisschen nährstoffreiche Erden. Bei mir zum Beispiel die Komposterde. Ein paar solcher Schalen, die du dann in Untersetzer reinstellen kannst, damit du sie einfacher transportieren kannst und von unten gießen. Samen großzügig aussamen. Ein bisschen Sand oben drauf, weil es ja auch ein Lichtkeimer ist. Und warten, bis die aufkeimen. Bei mir hat das ungefähr 5 Tage gedauert, bei gut 15 Grad. Wenn du sie im Haus vorziehst, bei gut 22 Grad, da könnten es schon noch nur 3 Tage sein. Im Freiland von März bis September kannst du ein bisschen breitwürfig rausschleudern, wachsen recht zügig, bauen nicht so viel Platz. Schöner Bodendecker, auch mit Mischkultur, zum Beispiel mit Salat, Radieschen oder auch Karotten. Alles wunderbar. Dann kannst du Kresse grasen wie eine Kuh. Und dafür musst du nicht mal Veganer sein. Falls du überhaupt gar keinen Bock hast auf den Schmutz, weil du die Erde damit bei dir ins Haus reinbringst, vielleicht noch Schimmel, Trauermücken. Du kannst die Kresse auch in speziellen Keimschalen, Keimsiebe extra für Kresse auch anziehen. Wunderbar. Schon nach gut 10 Tagen kannst du dann auch anfangen mit der Ernte, aber auch komplett abschneiden bis runter vom Stiel, weil leider wachsen sie nicht nach. Und keine Sorge, die Kresse ist ja nicht umsonst ein Gewächs der Profis und anfängerfreundlich. Die hat ja wenig Ansprüche an sich, wächst recht zügig und wenig bis kaum Schädlinge. Noch besser in der Mischkultur mit anderen Kulturen kann sie sogar Schädlinge abwehren aufgrund des ätherischen Öle, die damit dabei sind, die als Abwehrstoffe gegenüber anderen Schädlingen dienen oder auch den Geruch, den sie ausströmt. Das ist ein super duper Kraut und auch das für deine Gesundheit. Sehr viel Vitamin C für dein Immunsystem, für die Kollagenbildung der Haut. Vitamin A auch gut für deine Augen. Vitamin K für die Blutgerinnung und den Knochenstoffwechsel. Folsäure für Schwangere, Calcium für Zähne und Knochen. Bitte aber auch Magnesium mit dazu nehmen. Vitamin D und K2 auch sehr wichtige Komponente. Das ganze Bündel nicht vergessen. Eisen für den Sauerstofftransport und der Blutbildung. Antioxidantien zum Schutz deiner Zellen und Glykoinsulate. What did he say? Und weitere sekundäre Pflanzenstoffe, die die Entgiftung unterstützen und somit deine Gesundheit. Kresse, das ist was für die Presse. Bau an, sonst gibt's Dresche auf Fresse.